Und ihr seht, wir haben jetzt das kaltweiße Licht. Drücken wir nochmal, haben wir das warmweiße Licht. Drücken wir ein drittes Mal, haben wir eine komplette weiße Beleuchtung. Du bist auf der Suche nach einer praktischen Lupe, ja, wo du alles richtig gut vergrößern kannst. Mit einer 30-fachen Vergrößerung. Eine Lupe, wo du die Lichttemperatur mit 18 LEDs einstellen kannst. Ob warmweiß, kaltweiß oder auch normales Weiß. Eine Lupe, welche du frei auf den Tisch stellen kannst, damit du die Hände frei hast. Oder welche du auch ganz einfach in die Hand nehmen kannst. Eine Lupe, mit der du kleine Sachen dir richtig anschauen kannst, ob das Briefmarken sind, Münzen oder sonstige Sachen, wo du einfach Details sehen musst. Ja, dann bist du in diesem Video genau richtig, denn in diesem Video möchte ich dir von Kiptoy die 18 LED Lupe mal etwas näher vorstellen und ich habe sie dir unten mal verlinkt. Kannst du mal reinklicken, kannst du den aktuellen Preis abholen. Derzeit gibt es 20% Rabatt auf die Lupe. Du brauchst dafür noch 3 AAA Batterien. Kannst du dir natürlich auch gleich mitbestellen, wenn du dir die Lupe bestellen möchtest. Aber ich würde sagen, wir packen sie mal aus, schauen sie uns mal näher an und schauen mal, was sie alles kann. Hallo und buongiorno zu einem neuen Video auf meinem Kanal TTKW. Mein Name ist Svensens und heute geht es um diese Lupe. Ja, packen wir sie mal aus, schauen sie uns mal etwas näher an. Wir haben ein kleines Benutzerhandbuch enthalten, ja, welches wir aber erstmal nicht benötigen werden. Wir haben ein Reinigungstuch für die Lupe. Und natürlich die Lupe. Ja, liegt erstmal sehr handlich in der Hand. Hier unten haben wir den Ring, wo unsere LED-Leuchten enthalten sind. Und wir haben hier eine 40-fache kleine Lupe und diese große 30-fache Lupe. Um diese hinzustellen, klicken wir einfach hier diesen Fuß aus. Wir können das oben auch bewegen. Ihr merkt, das ist stufenlos einrastbar, was natürlich ganz praktisch ist. So könnt ihr euch das wirklich hinstellen, wie ihr das braucht. Und so ist das auch mit dem Fuß möglich. Und sobald wir unsere AAA-Batterien installiert haben, können wir die Lupe natürlich auch in Verwendung nehmen. Und zwar klickt ihr hier einfach an der Seite auf diesen Knopf und ihr seht, wir haben jetzt das kaltweiße Licht. Drücken wir nochmal, haben wir das warmweiße Licht. Drücken wir ein drittes Mal, haben wir eine komplette weiße Beleuchtung. Drücken wir nochmals, haben wir hier eine Beleuchtung für die 40-fache Vergrößerung. Ja, und ich würde sagen, wir stellen sie einfach mal auf den Tisch und probieren mal aus jetzt, wie gut die Vergrößerung ist. Wir schalten mal auf kaltweiß und legen mal etwas darunter. So, und ich habe jetzt mal ein Buch darunter gelegt und hier auf der linken Seite könnt ihr die normale Schrift sehen und hier seht ihr dann die vergrößerte Schrift. Das ist jetzt bei kaltweiß. Wir haben warmweiß, was es natürlich viel angenehmer zum Lesen macht. Und ihr seht also, die Vergrößerung ist wirklich schon beeindruckend. Jetzt haben wir das normale Weiß. Und jetzt nehmen wir noch die kleine Lupe mit der 40-fachen Vergrößerung. Also hier haben wir die große und hier die kleine mit der 40-fachen Vergrößerung, wenn wir etwas ganz genau anschauen möchten. Ja, und dazu nehme ich jetzt auch mal eine Münze und ihr könnt sehen, also wenn wir auf der Münze etwas ganz genau anschauen möchten, dann haben wir diese 40-fache Vergrößerung. Also wenn ihr Briefmarkensammler seid oder eure Eltern oder Großeltern, die eine Lupe benötigen, dann ist das wahrscheinlich mit dieser kleinen Lupe wahrscheinlich das Beste. Zum Lesen ist natürlich der große Bereich viel besser, denn diese können wir hier einfach
in die Hand nehmen, haben diese dann richtig handlich in der Hand, oder wir können sie als Tischlupe verwenden, was ich euch gezeigt hatte, indem wir hier den Fuß ausfahren. Ja, als Handlupe haben wir diese hier ganz praktisch in der Hand, können natürlich auch hier die Beleuchtung dazu verwenden. Oder wir können den Fuß ausfahren und haben somit die Hände frei und können unsere Briefmarken, unser Buch, unsere Münzen oder sonst irgendetwas Kleines direkt unter die Lupe stellen und können uns das Ganze natürlich dann viel detaillierter anschauen. Aber zum Lesen würde ich die Lupe doch einfach zusammenfalten und sie als Handlupe verwenden. Ja, mein kurzes Fazit, mein Statement dazu, absolut genial. Also ihr merkt es, dreifache Beleuchtung, kaltweiß, warmweiß oder normales Weiß und diese 40-fache kleine Lupe auch noch mit Beleuchtung. Eine geniale Lupe, ja, ich sag mal für alle Sammler, die einfach mal etwas Kleineres genauer anschauen möchten. Von daher absolut praktisch, ja, kann ich wirklich nur empfehlen. Und wie gesagt, derzeit gibt es 20% Rabatt darauf. Wenn ihr vielleicht noch ein Geschenk für eure Großeltern oder eure Eltern sucht, welche sowas gebrauchen können, ja, dann klickt doch einfach mal unten rein, holt euch nähere Details dazu, holt euch den Preis ab und lest euch weitere Käuferrezensionen durch. Ansonsten, wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie unten in den Kommentaren. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ciao und arrivederci. Dein Zusch, Vinzenz. Und nun leg dich wieder hin und schau dir doch das nächste Video an, was ich dir hier eingefügt habe und bestimmt auch interessant für dich ist. Ciao und bis gleich, ja Gerzi. Abo und Like bitte nicht vergessen. Ich habe dich verletzt, weil ich die Angst vor Einsamkeit habe. Und obwohl ich dich liebe,